Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch ein paar Bücher zeigen, ja, von denen ich mir wünschen würde, dass sie verfilmt werden. Ich habe mir die letzten Tage mal Gedanken gemacht, so, welche Bücher habe ich eigentlich im Regal, wo es schon Filme zu gibt oder vielleicht auch Serien zu gibt, und welche Bücher habe ich, wo ich gerne noch zu Filme hätte und wo ich mir auch vorstellen kann, ja, dass da ein guter Film daraus werden würde, weil ich glaube, man kann nicht jedes Buch verfilmen, beziehungsweise man kann nicht jedes Buch gut verfilmen. Also ich denke, es gibt Bücher, die sind so vollgepackt mit Handlung, dass man sie kaputt machen würde, wenn man einen Film draus macht, wenn man zu viel kürzen müsste und dann ja vielleicht auch die Geschichte an sich nicht mehr so viel Sinn macht oder nicht mehr so funktioniert wie in dem Buch. Es gibt auch Bücher, wo ich glaube, die sind als Buch interessant, weil sie vielleicht richtig gut geschrieben sind. Wenn das aber so Bücher sind, wo die Protagonisten sehr viel ja, innere Monologe, sage ich mal, führen, also sehr viel nachdenken, analysieren, irgendwie ja, ihre beschreiben, was sie selbst denken. Also das kann man in einem Film dann, glaube ich, immer schwer umsetzen. Und ich glaube, da würde es handlungsmäßig dann vielleicht nicht mehr so spannend sein, wie es vielleicht so vom Gesamten her in einem Buch wäre. Und ja, einige Sachen, da denke ich mir, gut, es gibt zwar viel, was mit Special Effects heutzutage möglich ist, aber sicher auch nicht alles. Und da hätte ich dann auch Angst bei manchen Büchern, dass das kaputt gemacht wird. Und da habe ich mir überlegt, was habe ich denn so im Regal, wo ich mir eine Verfilmung wünschen würde, weil es mir gut gefallen hat. Und wo ich glaube, dass dann eine Verfilmung vielleicht auch gut möglich wäre, so angelehnt, also ausgehend von den Filmen, die es halt schon gibt. Und insgesamt habe ich mir 3, 6, 8 Bücher jetzt rausgesucht, wo ich mich einfach sehr freuen würde, wenn das mal irgendeine Filmfirma oder wie auch immer, irgendein Filmstudio versuchen würde. Es sind noch 2 Bücher dabei, wo ich glaube, die würden richtig gut als Serie funktionieren. Aber ja, das erste Buch ist eins, wo, glaube ich, sogar schon mal ein Film in Planung war, beziehungsweise wo die Filmrechte verkauft sind, aber bisher gibt es den Film nicht. Ich habe keine Ahnung, ob er jemals kommen wird. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil eigentlich Emma Watson die Hauptrolle spielen sollte. Und zwar ist es Die Königin der Schatten von Erika Johansson. Ja, das war, wie gesagt, noch bevor das Buch hier in Deutschland rauskam, hieß es, die Filmrechte sind verkauft, Emma Watson soll die Hauptrolle spielen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Es gibt den Film noch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob er hier kommen wird. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Hier geht es um das Königreich Tierling, das ziemlich zerrüttet ist. Und es geht um Kelsey, die ja, im Prinzip die Prinzessin des Landes ist, die aber sehr weit weg abgeschottet und gehütet aufwächst. Und dann eines Tages wird sie aber zurück an den Königshof geholt und soll halt ja ihre Aufgabe ausführen, soll dort Königin sein. Und es ist gar nicht so einfach, denn es gibt ein verfeindetes Königreich zu Tierling, das ist Maud Mesne. Dort herrscht die Rote Königin und ihre Kelseys Vorgängerin hat mit der Königin von Maud Mesne einen sehr grausamen Pakt geschlossen, den sie eigentlich beenden will, doch damit würde sie natürlich den Zorn von Maud Mesne an sich ziehen. Und auch im Königreich selbst, unter ihrem eigenen Volk, ja, lauern einige Schwierigkeiten. Ich fand die Geschichte wahnsinnig spannend. Es ist Fantasy, aber ich finde, es ist Fantasy in einem Maß, den man in einem Film noch gut ohne allzu aufwendige Effekte umsetzen kann. Sprich, der halt auch so in dem Sinne gelingen kann. Und es ist einfach spannend und ich glaube, es würde einen richtig coolen, rasanten Film geben mit viel Action, aber auch mit viel Gefühl, der einem richtig mitreißen könnte. Und ich würde auch sehr gerne sehen, wie diese Welt in einem Film dargestellt werden würde. Ich muss dazu sagen, ich bin jemand, der Filme von Buchverfilmungen nicht allzu kritisch betrachtet. Mich interessiert meistens viel mehr, wie wurde das Buch umgesetzt, als dass ich mich über irgendwelche Änderungen aufregen würde. Also es gibt wirklich nur wenig Buchverfilmungen, die mir nicht gefallen, also wirklich gar nicht gefallen haben, weil ich betrachte Buch und Film eigentlich immer ziemlich getrennt. Also ich weiß, dass es immer wieder Leute gibt, die sich über, ja, in meinen Augen echt Kleinigkeiten aufregen, zum Beispiel wenn der Protagonist die falsche Augenfarbe hat oder die falsche Haarfarbe, wo ich mir so denke, es ist nur eine Farbe, es hat keinerlei Einfluss auf die Geschichte und das interessiert mich dann eigentlich gar nicht. Weil ich mir meistens, nachdem ich das Buch gelesen habe, kann ich mich eh nicht mehr daran erinnern, welche Augenfarbe die Person jetzt hatte. Von daher, solche Sachen stören mich echt gar nicht. Was mich wirklich stört, ist, wenn die Handlung komplett geändert wird. Also nicht in dem Sinne, dass was weggelassen wird. Es kann nun mal nicht alles in einen Film mit rein. Aber wenn sie wirklich, ja, geändert wird, dass der Sinn dahinter anders ist, das kann ich nicht haben.
Oder wenn zum Beispiel, es ist eine Trilogie, also wenn jetzt in dem Film zum ersten Band schon massiv Dinge drin wären, die man erst im zweiten Buch erfährt, also eigentlich auch erst im zweiten Film erfahren müsste. Das stört mich auch, aber ansonsten bin ich da echt relativ schmerzfrei und bin einfach immer neugierig, was sich die Leute, die die Filme machen, ausdenken, um das umzusetzen. Manchmal gefallen mir echt Darstellungen in Filmen besser als das, was ich mir in meiner Fantasie ausgemalt habe oder wie es im Buch geschrieben wird. Und von daher wäre ich auf jeden Fall neugierig, was aus dieser Welt hier gemacht werden würde. Das nächste ist dann ein Buch, wo ich mir echt gut eine Serie vorstellen könnte. Also das ist eine ganze Buchreihe, die jetzt sogar einen Spin-off hat. Und da, denke ich, gibt es genug Handlungsstränge, um da wirklich eine vernünftige Serie draus zu machen. Wobei ich immer ein bisschen Angst habe bei Serien, dass da dann zu viel gemacht wird, dass da zu viel hinzugedichtet wird, noch zu viele Charaktere neu erfunden werden, um diese Serie zu füllen, um sie noch länger zu machen. Aber so an sich, glaube ich, könnte diese Reihe zu einer richtig guten Serie werden. Und zwar ist das Shadow Falls Camp. Das ist jetzt der erste Band, Geborene Mitternacht. Hier geht es ja um so ein Camp für Jugendliche mit magischen Fähigkeiten, damit sie diese halt kontrollieren lernen, anwenden lernen, aber gleichzeitig auch halt einen Ort haben, wo sie unter ihresgleichen sein können, weil sie ja in der echten Welt, sag ich mal, ihre Fähigkeiten verbergen müssen. Und die Protagonistin hier ist Kylie, die bei der in letzter Zeit alles schief lief, und dann schickt ihre Mutter sie auch noch in dieses Camp, wo sie halt eigentlich glaubt, dass sie da gar nicht hingehört, weil sie bis dahin gar nicht wusste, dass es diese besonderen Fähigkeiten in dem Sinne irgendwie gibt. Und sie fühlt sich da auch völlig fehl am Platz, denn sie weiß gar nicht, dass sie irgendeine Fähigkeit hat. Sie wüsste auch nicht, welche das sein sollte. Und dann wird dieses Camp auch noch bedroht. Ich finde, diese Reihe hat genug Handlung für eine Serie. Also erstmal gibt es diese ganze Geschichte mit Kylie in diesem Camp. Es gibt aber auch einfach, es gibt ein Liebeswirrwarr, was dann noch auftaucht, was mich auch manchmal emotional richtig mitgenommen hat. Es gibt zahlreiche Nebencharaktere, deren Geschichte man auch erzählen könnte. Und ich fände das richtig, richtig cool, wenn daraus eine Serie entstehen würde. Dann habe ich auch eine Liebesgeschichte gefunden, die ich gerne verfilmt hätte, weil ich glaube, also ich saß beim Lesen immer so da, oh, und das ist so schön und das ist so herzerwärmend. Und ich glaube, in einem Film würde ich auch echt nur mit so einem Grinsen im Gesicht da sitzen und so mitfiebern, auch wenn ich das Ende schon kenne. Und noch dazu steckt in diesem Buch auch einfach eine tolle Botschaft und mit einem Film würde man diese noch mehr verbreiten können. Und zwar ist es Flirt mit Nerd von Leah Ray Miller. Dieses Buch ist so schön und so herzerwärmend und das wäre so eine perfekte Mischung auch aus irgendwie Romantik und ein bisschen was Tiefergehendes und also mit tieferen Sinn. Eine Botschaft halt, wie ich schon sagte, und so ein bisschen Humor. Ich glaube, es wird ein richtig cooler Film werden. Hier geht es um Maddie, die an ihrer Schule eigentlich total beliebt ist und sehr hübsch ist und mit einem Footballstar zusammen ist. Aber sie hat ein Geheimnis, was niemand wissen darf. Sie liest unheimlich gerne Comics und ist im Geheimen eigentlich ein kleiner Nerd. Und eigentlich bestellt sie sich ihre Comics immer per Post, damit sie halt nicht in so einen Comicladen gehen muss. Doch eines Tages wird ein Comic, auf den sie sehnlichst gewartet hat, nicht geliefert. Und dann muss sie tatsächlich los in einen Comicladen. Und sie verkleidet sich dafür, damit sie halt niemand unterwegs erkennt. Und dort angekommen, trifft sie auf Logan. Ist hier Logan? Ja. Der auch für sie ein Nerd ist und der süßeste, den sie je getroffen hat. Und sie will ihn gerne näher kennenlernen, will Zeit mit ihm verbringen, aber gleichzeitig soll natürlich niemand wissen, dass sie Comics liest. Und so findet das Ganze ja eher im Geheimen statt, was einige Schwierigkeiten mit sich bringt. Ob die beiden das schaffen, müsst ihr selbst lesen. Ich finde dieses Buch einfach wunderschön. Und die Botschaft dahinter ist klar, sei du selbst und versteck dich nicht. Und es gibt immer jemanden, der dich so nimmt, wie du bist. Auch wenn du ihn vielleicht auf den ersten Blick nicht siehst. Und trau dich einfach, du selbst zu sein. Also es ist wirklich eine wichtige Botschaft. Und ich glaube, das in einem Film, das wäre echt cool. Dann gibt es auch noch eine Dystopie, die ich sehr gerne verfilmt hätte. Das ist ein Einzelband, was ich richtig gut finde, weil bisher sind, glaube ich, alle verfilmten Dystopien, so die Tribute von Panem, die Bestimmung, Maze Runner, das sind alles bisher Trilogien oder Reihen auf jeden Fall. Und dann wurde da noch ein Film zugedichtet, also die Bestimmung sind 4 Filme geworden, obwohl es 3 Bücher waren. Panem waren 4 Filme, obwohl es 3 Bücher waren. Beziehungsweise bei Bestimmung kommt der 4. Film ja noch nicht mal mehr. Das finde ich richtig kacke. Und bei der Bestimmung fand ich es eigentlich ganz gut mit dieser Teilung. Aber ja, ich finde es eigentlich irgendwie aber auch nicht gut, wenn dann nur wegen Geld das in die Länge gezogen wird. Also bei Twilight zum Beispiel dachte ich mir so, irgendwie war das unnötig. Bei Harry Potter wiederum fand ich es gut, weil da echt viel passiert im letzten Buch. Aber ja, dieses hier wäre dann mal ein einzelner Film. Und zwar ist es Sakura, die Vollkommenen von Kim Kesten. Habe ich jetzt auch erst vor kurzem im Sommer erst gelesen. Ja, okay, vor kurzem stimmt nicht mehr, ganz im Sommer habe ich es gelesen.
Und ich glaube, das wäre einfach ein guter Stoff für einen einzelnen spannenden Film, wo man dann halt auch gleich das Ende serviert kriegt. Hier geht es ja um Yuri, die unter der Erde lebt, in einem der tiefsten Stockwerke, wo das Leben kurz ist und schwer ist. Und sie versucht alles, um sich ihre Gesundheit zu erhalten und halt so lange wie möglich und so gut wie möglich irgendwie leben zu können. Und dann ruft der Kaiser zur Blüte auf, was bedeutet, dass nur die Vollkommensten unter den Jugendlichen eine Chance bekommen, ja, diese Tiefe zu verlassen und an die Oberfläche zu kommen, ins Kaiserreich. Und Yuri will unbedingt daran teilnehmen, weil es ihre Chance ist, aber sie ist als Mädchen halt nicht vollkommen genug. Sie ist nicht hübsch genug, sie hat eher eine männliche Statur, wurde auch als Kind schon öfter für einen Jungen gehalten. Und so kommt sie auf die Idee, sich einfach als Junge in diese Blüte einzuschleichen. Und tatsächlich funktioniert das. Und daraufhin muss sie einige Prüfungen bestehen. Und noch dazu kommt ihr der Sohn des Kaisers immer näher und sucht den Kontakt zu ihr. Und sie fragt sich natürlich, ob er ihre Tarnung durchschaut hat. Ich finde, das Buch war richtig, richtig spannend. Und ich glaube, man könnte da einen sehr spannenden und auch nervenaufreibenden Film draus machen, den ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne angucke. Und übrigens erinnert mich diese Frau auf dem Cover total an Anne Hathaway. In, wie heißt es, Alice im Wunderland, da hatte sie auch so weiße Haare. Im Prinzip hätte man also dann schon die perfekte Besetzung, wobei Anne Hathaway, glaube ich, mittlerweile ein bisschen zu alt wäre, um Yuri zu spielen. Aber ja, vielleicht findet man jemanden, der ihr ähnlich sieht, dann würde das schon sehr passen. Auch bei dem weiteren Buch, also beziehungsweise bei der weiteren Buchreihe, die jetzt kommt, denke ich, dass man eine richtig gute Serie draus machen würde. Und zwar ist es Lockwood & Co. Ich liebe diese Buchreihe, ne? Ich würde sie so gerne verfilmt sehen oder eben, wie gesagt, als Serie. Ich glaube, das könnte man gut machen, weil, also es kommt jetzt noch der 5. Band raus, dann hat man schon 5 Bücher, die man umsetzen kann. Und es gibt ja in jedem Buch eine Haupthandlung und so ein paar Geister, sage ich mal, die, oder auch, ja, Geister sind es ja eigentlich, die auf dem Weg während dieser Nebenhandlung halt bekämpft werden. Also immer noch so eine gewisse Nebenhandlung. Und ich finde, da könnte man eine Serie draus machen, dass halt in den einzelnen Folgen einzelne Probleme gelöst werden, einzelne Geister bekämpft werden. Und als Haupthandlung hat man ja für die ganze Staffel dann diesen Hauptgeist, sage ich mal, den es in dem Buch gibt. Also ich glaube, das wäre möglich. Es wäre dann halt so eine Serie mit vielleicht nur mit halbstündigen Folgen, also nicht so eine Serie so von 7:45 bis 8:45 am Abend, sondern nur eine halbe Stunde. Also ein bisschen kürzere Folgen, damit man nicht zu viel noch dazu dichten würde. Aber ich würde mir das auf jeden Fall angucken und ich würde es auch total cool finden, diese Charaktere, die ich so ins Herz geschlossen habe, einfach mal in lebendig zu sehen, sage ich mal. Und ja, das wäre auf jeden Fall auch eine Serie, die ich mir sehr, sehr gerne am Abend im Dunkeln schön zum Gruseln angucken. Ein weiteres Buch, das ich einfach verfilmt sehen möchte, weil es mich so gefesselt hat beim Lesen und das so, so spannend war, dass ich glaube, da könnte auch einfach ein sehr, sehr geiler, spannender Film draus werden. Das ist Nevernight, wobei ich hier auch ein bisschen Bedenken habe, dass hier zu viel gekürzt werden könnte bei einer Verfilmung. Aber andererseits, wenn es halt dann kein 90-Minuten-Film ist, sondern so ein Film, der 2,5 Stunden geht, würde mich das auch nicht stören. Und dann könnte man vielleicht das meiste mit reinnehmen. Das Buch war einfach so, so, so unglaublich spannend. Also, ich hätte das wirklich gerne als Film zum Gucken. Und hinzu kommt, dieses Buch hat ja diese Fußnoten, die teilweise richtig witzig sind. Und ich fände es total cool bei einem Film, wenn man dann so eine Stimme aus dem Off hat, die diese Fußnoten im Prinzip ja nicht vorliest, aber in diesen Film mit reinbringt, ne? Also praktisch einen Erzähler, der diese Geschichte erzählt, der am Anfang des Films anfängt. Bei welchem Film gibt's denn das? Fällt mir da irgendwas ein? Ich glaube nicht, so schnell nicht, aber halt, es gibt das bei einigen Filmen, dass dann halt eher so ein Erzähler da ist, der diese Ausgangssituation schildert und dann sieht man halt den Helden des Films, sage ich mal, wie er handelt und dass diese Erzählerstimme dann zwischendurch dieses Wissen aus den Fußnoten präsentiert. Das stelle ich mir richtig geil vor. Also ich glaube, da könnte ein cooler Film draus werden. Ein sehr, sehr spannender Film, aber da muss dann echt sorgfältig dieses Buch umgesetzt werden, dass das gelingt. Und ich glaube, das wäre auch vom Visuellen her, von Special Effects und auch vom Setting her und so echt eine Herausforderung. Aber wenn es gelingen würde, würde ich es mir unglaublich gerne angucken. Zwei habe ich noch. Auch das nächste fand ich einfach als Buch so unglaublich gut, dass ich da gerne einen Film zu hätte. Auch wenn ich mir da ein bisschen unsicher bin, ob das so
in der Umsetzung so gelingen würde, aber sollte es den Versuch geben, würde ich es mir auf jeden Fall angucken. Und das ist Throne of Glass. Natürlich werden das dann auch wieder mehrere Filme, weil es ja eine längere Buchreihe ist. Aber ich muss sagen, stört mich nicht. Ich gucke so gerne Filme, da ist das kein Problem. Ja, ich fand es einfach als Buch so, so genial. Ich würde Selina aus der Geschichte echt gerne mal als Charakter in einem Film sehen, wie das so dargestellt wird. Und ja, ich muss gestehen, das ist echt so ein Buch, wo ich mir keine Gedanken gemacht habe, ob das so möglich ist in der Umsetzung und wie ich mir das vorstellen würde. Es ist einfach ein Buch, was mir so gut gefallen hat, dass ich es gerne als Film sehen würde. Und zu guter Letzt ein, oh, das Licht ist irgendwie komisch gerade, kann das sein? Ein Highlight aus diesem Jahr, was ich auch wundervoll als Film fände, wo ich glaube, dass man an der Gestaltung auch einiges machen kann. Ist Die wahre Königin von Sophie Jordan. Das ist ja so eine moderne Rapunzel-Adaption. Und ich glaube, Luna, die Protagonistin, hat halt ein besonderes Handicap. Und ich glaube, so wie die Autorin sich das im Buch teilweise zunutze gemacht hat, um die Welt zu beschreiben, um aber auch die Handlung spannender zu machen, so könnte man das in einem Film auch umsetzen. Nicht unbedingt, was die Weltgestaltung angeht oder die Weltdarstellung, aber was die Spannung angeht. Ich glaube, da könnte man in einem Film richtig gut mitarbeiten, um Spannung zu kreieren. Und davon abgesehen war das Buch an sich auch einfach sehr, sehr spannend. Und es ist eine wunderschöne Geschichte, die ich gerne in einem Film sehen würde. Ja, und mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ich liebe es einfach und ich würde sicher auch den Film lieben. Ach ja, und die Weltgestaltung fand ich auch richtig schön. Und wenn das in einem Film richtig gemacht werden würde, würde das bestimmt richtig tolle Bilder ergeben. Ja, das waren so ein paar Bücher aus meinem Regal, wo ich mir so denke, dazu einen Film oder eine Serie, das wäre richtig genial. Welche Bücher würdet ihr denn gern verfilmt sehen oder auch als Serie sehen? Was könntet ihr euch vorstellen, was überhaupt möglich wäre? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch gerne, ob ihr euch bei den Büchern, die ich euch gerade gezeigt habe, anschließen würdet. Und ja, generell, wie seht ihr das mit Buchverfilmungen? Seid ihr da sehr kritisch oder seid ihr eher wie ich, dass ihr auch sagt, ihr betrachtet das getrennt, weil ein Film kann niemals genauso sein wie das Buch und kann niemals meine oder beziehungsweise die Vorstellung, die Fantasie von jedem umsetzen. Das ist einfach nicht möglich. Wie seht ihr das? Welche Filme haben euch vielleicht überhaupt nicht gefallen und welche Buchverfilmung fandet ihr dagegen total genial? Schreibt es mir gerne. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und ansonsten war es das an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Lesen und einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.